Leading Change, durch Veränderung führen, bedeutet, den Übergang vom Alten zum Neuen zielgerichtet zu steuern. In diesem Modul werden wir den Veränderungsprozess aus zwei Perspektiven beleuchten. Zuerst mit Blick auf die Sachebene und im Anschluss mit Blick auf die emotionale Ebene. Ihre wichtigste Aufgabe als Führungskraft ist es, im übertragenen Sinne das Boot sicher von Hafen zu steuern. Das ist die Sachebene und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass die Mannschaft und alle Passagiere an Bord bleiben, ihre Aufgaben erfüllen und eine möglichst unkomplizierte Reise haben. Bei letzterem spielt die emotionale Ebene eine entscheidende Rolle. Ein Team durch Veränderungsprozesse zu führen, beinhaltet also zwei Hauptaufgaben. Erstens, die Etappen auf dem Weg zum Ziel zuverlässig zu managen. Zweitens, das Team motiviert und konstruktiv in die Veränderung einzubinden. Punkt 1 spielt auf der Sachebene, Punkt 2 auf der emotionalen Ebene. Vor allem die emotionale Ebene spielt im Change eine wichtige Rolle, denn Veränderung bedeutet Unsicherheit. Die alte Stabilität geht verloren, die neue Stabilität ist noch nicht erreicht. Fragen, Zweifel, Bedenken, Widerstand, Frust und Zukunftsangst sind immer potenzielle Begleiter von Veränderung. Die gute Nachricht daran ist, dass Sie als Führungskraft auf diese Emotionen vorbereitet sein können. Vor allem aber können Sie Sicherheit gewinnen und an Ihr Team vermitteln, wenn Sie Veränderungsprozesse sowohl auf der Sachebene managen, als auch auf der emotionalen Ebene führen.